Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr noch dabei seid. Und für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, ja, der erste Final-Teilnehmer steht ja schon fest. Planet Key konnte sich gegen DotPixels mit einem ganz klaren 2-0 auf das 2 in Inferno durchsetzen. Einmal 16 zu 5? 3. 3. Ja. Und dann 16 zu 9. 16 zu 9, also zweimal einstellig. Ja. Wie du es schon vorausgesagt hast. Ich weiß schon, weswegen du hier stehst. Wie gesagt, Mirko ist wieder an meiner Seite, besser bekannt als Moose. Und ja, wir stehen vor dem nächsten Halbfinale Mai KPV gegen Maus. Und ja, was erwartet uns dort? Wir gucken nochmal auf die Brackets. Hier sehen wir wieder, wie gesagt, Planet Key Dynamics ist schon ins große Finale eingezogen. Struxi geht ja schon klar davon aus, dass Maus Sports ihnen Gesellschaft leisten wird im großen Finale, eben im Post-Match-Interview. Wie siehst du die ganze Kiste denn? Ja, ist eigentlich eindeutig, wie eben auch. Maus Sports muss eigentlich gewinnen, auch 2-0. Aber da hat man halt MyKPV als Gegner, die sich gegen DotPixel zum Beispiel sehr, sehr vorbereitet haben auf das Turnier. Lass uns doch direkt mal auf das Teamsheet gucken von MyKPV. Ja. Führ uns doch mal durch, wen sehen wir dort, wen gibt es da? Also das Mausbot zuerst. Ach doch, Mausbot. Die bekannten Gesichter waren noch vor anderthalb Wochen waren sie noch in Dallas für die ESEA Finals. Dann nicht mit Nuki, da haben sie noch mit Kerrigan gespielt und auch mit Gob B anstatt Alu. Also kann man schon vermuten, dass man sehr viel wieder wechseln musste. Und jetzt auch hier in der IPS wird jetzt Nuki spielen als dritter Deutscher. Weil der sich ja eigentlich groß verabschiedet hatte. Ja, letzte Finals hat er gesagt, ich schaue auf jeden Fall auf. Und da haben wir ja schon gesagt, mal gucken, wie lange. Jetzt ist er wieder hier, von daher sollten wir doch recht behalten im Endeffekt. So, du hattest ja schon angesprochen, Maus war in der Group Stage vielleicht nicht so konsistent, wie wir es vielleicht von ihnen gewohnt sind. Ja, also Cup-Phase haben die 3 Cups mitgenommen, alle 3 gewonnen. Deswegen haben sie auch die letzten Meilen ausgelassen, weil man sich da dann für Paris vorbereitet hat, für den ESWC zum Beispiel. Ja, in der Gruppenphase dann ein bisschen Probleme gehabt gegen DotPixels, die wir auch schon gesehen haben. Auf Cash war es, glaube ich, 21 zu 17 gerade mal gewonnen nach Overtime. Aber dafür im nächsten Match gegen Penta sehr souverän und natürlich auch wieder verdient auf den Finals. Ich meine, genau, alles im Allen ist es halt trotzdem noch immer Maus. Sehr routinierte Spieler, sehr konsistente Spielstärke im Allgemeinen. Ja. Auch wenn die Ergebnisse manchmal nicht immer zu 100% dann auf ihrer Seite sind. Aber ja, lass uns doch direkt mal einen Blick auf MyKPV werfen. Der Name jetzt ist ja relativ frisch. Ist die relativ Organisation frisch. Zumindest. Ja, die Spieler kennt man, wenn man die Szene verfolgt natürlich. Aber es ist halt ein Team, was man vor allem offline noch nicht oft gesehen hat. Und ja, da haben wir Johnny, der die AWP spielen wird. Skrunk, so das Brain von dem ganzen Team, der super viel Zeit investiert in das Spiel. Und ich denke auch hier sehr, sehr viele Antitaktiken entwickelt hat gegen Mausbots. Threeman, ein sehr erfahrener Spieler, den man schon damals aus 1.6 kennt. Und dazu kommt dann noch Otto, der er der Madfrager ist, der auch schon in den letzten Seasons gezeigt hat, der relativ gut spielen kann und auch relativ konstant ist. Ja, und ich denke einfach, dass man von denen taktisch auf jeden Fall ein bisschen was erwarten kann. Also du hast ja, wir haben uns ja eben schon unterhalten gehabt und MyKPV ist ja wirklich aus einer relativ schwachen Cup-Phase gerade so als siebtes Team in die Group Stage gekommen und konnten sich dann aber trotzdem gegen stärkere Teams durchsetzen. Ja, also man wusste eigentlich schon Stärkere. Seit längerer Zeit, dass sie ziemlich talentiert sind und auch wegen Skrunk einfach, dass der viel da macht und viel seinen Mates auch beibringt, was das Taktische angeht. Als siebter Platz gerade mal in die Gruppenphase gekommen, sehr, sehr knapp. 65 Punkte hatten sie, glaube ich. Der achte und der letzte Platz hatte 60 Punkte. Aber dann gegen die DAX und auch gegen MTW super stark gespielt. Ich glaube, zweimal 16-5 gewonnen und einfach drüber gefahren, nachdem man das erste Spiel gegen Planet Key verloren hatte. Also vielleicht wird es ja gar nicht so einfach für Maus. Und ja, dein Tipp für das Ganze, wie wird es ausgehen, Scoreline-mäßig? Ich glaube schon, dass Maus gewinnt, aber ich glaube, dass sie ein bisschen mehr Probleme haben als Planet Key gegen DotPixels. Von daher würde ich sogar MyKPV zutrauen, dass sie Map holen. Und deswegen sage ich mal 2-1 für Mausbots. So, und jetzt reden wir mal kurz über die Player to Watch. Auf wen sollten wir wirklich besonderes Augenmerk richten? Fangen wir bei Maus an? Ja. Da als Player to Watch natürlich Chris Jay, wie eigentlich fast jede Finals. Der hat super gespielt in Dallas, endlich mal auf LAN gezeigt, was er kann. Und vielleicht ist da jetzt der Knoten geplatzt. Ja, ich bin auch gespannt. Also er ist natürlich mit der AWP schon seit langer, sehr langer Zeit dabei und eigentlich auch immer gefürchtet gewesen. Konnte aber seine Leistungen nicht offline umsetzen. Das hat er jetzt gemacht in Dallas und ich bin auch gespannt, wie er heute dann wieder spielt, ob er sein Team dann auch hier carryen kann. Und bei MyKPV? MyKPV, wie ich eben schon angesprochen habe, Skrunk.
Nicht, weil er einfach der beste Spieler ist oder der beste Aimer, aber einfach, weil er der Kopf ist dahinter, der die Bande zusammenhält. Und ich glaube, der hat schon über 4000 Stunden CS gespielt. Und das haben dann auch die Top-Spieler in der internationalen Szene nur. Ja. Und der wird sich auf jeden Fall einige Antitaktiken da ausgedacht haben, denke ich. Vielen Dank, Mirko. Ich meine, du hast ja eben recht behalten. Mal gucken, wie es wird. Sagt uns doch eure Meinung, was ihr denkt, wie das Spiel hier ausgehen wird. Einfach das Hashtag EPS Finals auf Twitter, Facebook, was auch immer nutzen und uns einfach mal mitteilen, was ihr so denkt. Wie gesagt, einen großen Dank an dich, an deine Expertise. Und die Caster warten schon. Slibo wurde ausgetauscht und wer genau da jetzt sitzt, wird euch Knochen verraten. Viel Spaß bei der Begegnung. Die Legende. Vielen Dank, Melli und Moos. Und damit kommen wir natürlich hier zum Kommentatorenpult. Und ja, ich glaube, eins kann man zeigen, man will es nicht ganz, doch, da sieht man es, Legenden. Also den Namen kann man natürlich mit dir in Verbindung bringen. Sonics heute bei uns dabei. Und ja, also ich freue mich auf die Spiele. Ich hoffe, du genauso. Absolut, ich bin ready. So ist es. Und deshalb schauen wir direkt erstmal auf den Map-Vote, beziehungsweise die Vetos hier. Skrunk auf der linken Seite, rechts sehen wir Nuki, der letzte Finals eigentlich gesagt hat, das war's für ihn. Jetzt sehen wir ihn doch nochmal aufgrund der Situation bei Mausports mit den drei ausländischen Spielern. So, also das war rausgewählt und Cobblestone rausgewählt von Key-Preis-Vergleich. Maus haut Inferno und Nuke raus. Also sehen wir Overpass, Cash und Mirage. Die Reihenfolge allerdings Mirage als erstes, Cash als zweites und Overpass die Decider-Map. Ja, und die Jungs von Maus, die sitzen noch nicht auf ihren Plätzen. Da bespricht man sich nochmal. Aber die Jungs von Minecraft PV, ihre Plätze bezogen, da ist man auf jeden Fall gut vorbereitet. Ja, und das ist natürlich die spannendste Frage, ne? Wie gut ist Key-Preis-Vergleich vorbereitet? Man hat es ja bei Ihnen immer wieder gesagt, immer wieder drüber reden hören, dass man eben ja, taktisch sehr, sehr viel mit dem Spiel macht, sehr, sehr viel sich Ideen macht, Gedanken macht bei Ihrem Spiel. Und ich glaube, das kann gegen Maus zu einem gewissen Grad funktionieren. Ich glaube, besonders Maus lebt davon, dass sie halt einfach in dem Moment spielen, dass auch ein Spieler zum Spielen kommt. Und wenn, ich würde sagen, Key-Preis-Vergleich es einfach schafft, durch ihr taktisches Spielen Spieler, Key-Spieler wie Chris J auszuschalten, haben sie schon mal einen großen Schritt getan, um vielleicht auch eine Map oder vielleicht sogar das Spiel zu holen. Ja, also in der Theorie ist es natürlich möglich. Ne? Absolut. Ich meine, grundsätzlich denkt man oder erwartet man, wie es Planet Key Dynamics gemacht hat, auch ein schnelles 2:0 gegen Key-Preis-Vergleich. Ich glaube, so realistisch muss man sein. Die Chancen für Key-Preis-Vergleich sind gering. Die Zuschauer sehen das auch ähnlich. Auf Key-Preis-Vergleich haben wir momentan eine Quote bei 99 Damage von 4,84%, 95,16% auf Mouseboards. Und ja, Moose hat es im Vorinterview, im Analyse-Talk auch schon gesagt. Chris J hat jetzt einen neuen Titel, nämlich LAN J. Den hat er jetzt von der Community bekommen, der ja immer wieder offline so ein bisschen die Probleme hatte, sein Spiel zu zeigen und da durchzukommen. EPS Finals war immer so, da war es eigentlich so, okay. Absolut, ne? Ja. Aber jetzt hat er das zumindest auch mal bei den ESEA Finals gezeigt. Ja, hoffentlich wird ihm das nicht zum Verhängnis im Endeffekt, dass jetzt vielleicht der Druck wieder größer ist. Absolut, dass jetzt alle Leute davon ausgehen, ja, jetzt stimmt die Leistung, jetzt ist wieder alles auf seinen Schultern, jetzt kann er wieder durchziehen. Und wenn er dann vielleicht für sich die ersten zwei, drei wichtigen Shots oder vielleicht auch gerade die einfachen Shots nicht trifft, dass er dann vielleicht wieder in so sich selber sehr viel Druck macht und sich auch selber unter Druck setzt. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Jungs von Maus sind jetzt erst aus Dallas wiedergekommen. Du hast selber auch schon solche Events natürlich erlebt im Ausland mit Zeitumstellung und sowas. In China warst du mal auf einem Event und so. Glaubst du, das spielt jetzt hier heute noch eine Rolle? Ich denke nicht. Die Jungs sind jetzt schon ein paar Tage da. Ich denke, sie kamen wieder in ihren normalen Schlafrhythmus. Und ich denke, so ein Event trotz des Jetlags pusht einfach noch viel mehr, weil man einfach weiß, dass man durch das Spielen einiges gesehen hat. Und ich würde sagen, dass das gar keinen negativen Einfluss hat, eher im Positiven, dass die Jungs einen richtigen Motivationsboost nochmal bekommen haben, gerade durch so ein Event wie Dallas. Ja, das lassen wir so auf jeden Fall erstmal stehen natürlich. Meine Skrunk als Beispiel, ne? Hier sehen wir ihn gerade im Bild. Über 4100 CSGO-Stunden hat er auf dem Buckel. Also man sieht natürlich, er macht sich wirklich viele Gedanken ums Spiel. Glaubst du, dass in Mousesports wirklich jetzt hier auszuhebeln ist über die taktische Leistung, die ja eigentlich sehr darauf bedacht sind, aus dem Spiel heraus natürlich zu arbeiten? Ich glaube, aushebeln wird sich Maus nicht lassen. Ich denke, da sind einfach auch einzelskilltechnisch viel zu viele Differenzen im Team. Also es ist jetzt, die Jungs sind jetzt nicht weit weg vom Maus, sagen wir so, aber es ist doch schon nochmal eine kleine Ebene darüber. Und ich denke, dass man
taktisch da wirklich viel zu on point und einfach auch ein bisschen Glück haben muss, weil vieles ist einfach auch in gewissen Situationen ein bisschen der Glücksfaktor. Und wenn der dann gar nicht mitspielt, sagen wir, wird auch das taktische, die taktische Vorbereitung keinen Unterschied machen und dann wird das ein einfaches Spiel für Maus. Wobei wir ja Maps haben, die wirklich dafür eigentlich prädestiniert sind. Ne? Also Mirage kann man taktisch sehr viel machen. Und auch ein Team natürlich in diesen Eco-Strudel bringen. Auf Cache genauso möglich, da ein bisschen was zu machen. Und Overpass als letzte Map ist eine, die eben den Jungs auch sehr, sehr gut liegt von Mausbots. Aber natürlich auch gute Varianten, man gute Varianten vorbereiten kann auf Seiten von KPV. Absolut, aber ich denke auch gerade durch den, sage ich mal noch, den LAN-Faktor. Ich weiß jetzt nicht, wie weit KPV vorbereitet ist, auch im LAN die Taktiken durchzuspielen. Manchmal gibt es da kleine Voice-Probleme, dann wird da vielleicht was missverstanden, da wird eine Granate falsch angesagt. Und allein so ein kleiner Fehler kann halt eine vielleicht stundenlang vorher besprochene Taktik einfach schon komplett eliminieren, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es da, bleibt einfach nur abzuwarten, wie das jetzt für die Jungs ist, wie sie reinstarten ins Spiel. Das ist auch immer wichtig, ist übrigens auch für beide Seiten wichtig, die First Round, wie motiviert, die First Round motiviert immer um einiges. Und wenn dir zum Beispiel bei MyKPV sind sie vielleicht auch in ihren Ansagen viel konfidenter, dass man dann vielleicht direkt was riskiert zum Beispiel, als wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, also der beste Start für die Jungs von KPV ist natürlich die Pistol Round zu holen. Ne? Absolut. Ist glaube ich, klar. Meine, lassen wir uns überraschen. Die Maps sind eigentlich vielversprechend, ne, für beide Seiten. Und mal gucken, was man hier jetzt machen kann. Yep. Nuki ist halt jetzt wieder eine Komponente, der wieder hier für die EPS-Finals natürlich reinkommt. Er hat die ganzen EPS-Cups mitgespielt, beziehungsweise was heißt die ganzen? 3 Cups hat man insgesamt gespielt bei den Jungs von Maus. Und das ist natürlich immer so eine Geschichte bei Maus. Ne? Man hat halt kein 100% konstantes Line-Up, muss halt sich immer wieder auf einen, mindestens einen neuen Spieler einstellen. Ja. Mal gucken, was man da jetzt halt machen kann. Ja, aber es ist ja jetzt wirklich, mit Nuki haben sie ja wirklich einen Spieler, der alles kennt, der alles weiß, der jede Taktik weiß, höchstwahrscheinlich viele der Taktiken selber ins Spiel gebracht hat bei Mausbots. Und ich denke, deswegen ist das für das Team an sich keine große Umstellung, da Maus taktisch jetzt auch nicht oberstes Niveau spielt, sondern vieles wirklich auch über ihre Keyspieler laufen lässt und halt einfach auch das ausnutzt, was sie haben, nämlich eine Menge Einzelskill. Und ich denke, da wird sich nicht viel ändern, besonders da Nuki auch absolut gar nicht aus dem Spiel ist. Der ist nach wie vor noch heiß, der ist nach wie vor viel am Spielen. Absolut. Höchstwahrscheinlich mehr, als er schon in der aktiven Zeit gespielt hat. Und deswegen ist das absolut, ich würde sagen, fast gar kein Unterschied. Vielleicht sogar eine Stärkung im Gegensatz vielleicht zu einer anderen Konstellation. So, der linke Mann mit Bart, das ist Streamman. Ne, den kennt man aus alten 1.6 Tagen natürlich. Ja. Und rechts neben ihm der Johnny. So, und nun gehen wir in die Knife Round. Beide Teams hier ready eingegeben. Mausbots, die gerade eben erst wiedergekommen sind, hingesetzt, zack, und ready rein. Ne? Gott B, auch hinter den Jungs, der natürlich auch nochmal seine Weisheiten vielleicht von hinten reinbringen kann. Vielleicht auch einen guten Moment hat, als Coach vielleicht ein bisschen zu helfen, Input zu geben, die richtige Zeit zu callen für eine Pause, wenn es erforderlich wird, und dann vielleicht die Insights aus allen 5 Bildschirmen geben kann. Absolut, ja. Von hinten absolut hat man auch viel mehr Übersicht als jetzt André zum Beispiel, der in der Mitte sitzt, kann vielleicht innerhalb der Runde einfach nicht sehen, wo das Problem jetzt wirklich lag, und da kann Fatih immer wichtigen Input von hinten geben. So, die Knife Round läuft schon mal nicht so schlecht für Key-Preis-Vergleich, und das wäre wirklich schon mal ein guter Bonus für Sie. Ja, und da haben wir es auch. Ein guter Bonus für Sie, auf der Seite zu starten, auf der Sie gerne anfangen möchten, und dann vielleicht sogar auch mit der Pistol Round hier ins Turnier starten. Und auch da kann man natürlich sagen, das Team Key-Preis-Vergleich erstmals hier auf den Finals dabei. Ja. Ja, und auch ein Skrunk hat dann natürlich wieder viel Zeit in Demos investiert, in das Spiel von Maus. Maus, die ja auch vergangenes Wochenende nochmal auf den ESEA-Finals gespielt haben. Nochmal alles zeigen mussten im Endeffekt eigentlich, oder alles rausholen mussten. Also absolut richtig. Sich nichts safen konnten für was Größeres, weil das Größte zur Zeit einfach ist oder war für Maus. Deswegen in der Tat hatte das Gegnerteam, sag ich mal, viel Material einfach zu begutachten und auszuwerten. Aber was die Leute erwarten, ist ein Finale zwischen Mausbots und Planet Key Dynamics. Jetzt schauen wir, ob Key-Preis-Vergleich da vielleicht etwas gegen tun kann. Man geht erstmal zu dritt auf den B-Spot und da geht es auch kurz und man steht nicht schlecht. Johnny? Johnny jetzt gegen Key, da ist eine sehr schwere Situation. Da, zum Glück Molotow. Das gibt's so, Jensen, und das war die Bombe und die ist wieder hochgeflogen. Trotzdem Jensen sofort down. Und beide CTs auf jeden Fall bekannt.
Aber die Bombe muss erstmal geholt werden und die liegt oben. Alu geht sie jetzt auf jeden Fall picken, schmeißt sie runter und tapsen. Zwei Flashes auch noch bei Mousepods, haben eigentlich alles unter Kontrolle. Chris J kann höchstwahrscheinlich alles ansagen, was er da mitkriegt. So, jetzt werden sie auch noch geflankt. Luki kommt von hinten. Ja. Unholbare fast Situation für Johnny in einer Position, wo sie kurz rushen, wo er alleine kurz steht, keine Smoke als Backup hat oder so. Es gibt nur die Möglichkeit für ihn, zwei Headshots oder nix, und es war einfach nix. Wenn die Glocks jumpen da rum, da kannst du nichts machen, da kannst du dein Aiming nicht mehr unter Kontrolle halten und dafür deswegen nichts zu machen für ihn, aber ja. Trotzdem schon mal zumindest richtig gestanden mit drei Mann dort. Ja. Also da schon mal der erste Einsatz, wenn auch nicht erfolgreich. Aus Krunk, A-Haus, habt ihr da einen Step gehört. Alu auf jeden Fall im A-Haus. Und auch das kennt man von Maus. Alu immer im A-Haus unterwegs, das komplette Spiel über. Jetzt kommt nochmal ein zweiter mit Chris J. Krunk jetzt holt noch Alu, sehr wichtiger Frag. Oh, Chris J kriegt er allerdings nicht mehr weg und Johnny schon geschoben. Streamman kommt auch schon über Base. Ja. Streamman kann jetzt vielleicht den Leger holen, wenn er nicht vernünftig gedeckt wird. Tanzt. Ja, bis zum nicht. Ende. Beide jetzt in den Smokes. Das so, Legia mit dem nächsten. Dann allerdings down. Johnny in 10 AP noch. Gegen drei Mann. Nicht mehr machbar. Absolut. Wird da überrannt. Tapsen ist da mit dem Kill. Hat hier auch wieder Offline-Support. Lilly ja mit dabei. Ja, die. Die ihn gut, auf jeden Fall unterstützt. Die Motivationsstütze. Ja. Zusammen mit Tiff hier unterwegs. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wo auch immer sie zuschaut. Auch du hast ja deinen Support mitgebracht. Absolut, ich habe auch meine Legenden-Community dabei. Das so was ist mich das. Sehr freut. So wie das weibliche Legenden-Oberhaupt ist auch dabei, deswegen. So, jetzt ein bisschen Mitte-Deckung hier bei Key-Preis-Vergleich. Kurz auch schon da. Also sehr starke Mitte-Kontrolle. So, aber Action jetzt auf jeden Fall bekannt. Ja, Olo zieht rum, kann er nichts machen, wenn A-Haus ganz normal ziehen kann. Skrunk auch nicht mehr. Also ist das eine tote Posi eigentlich, Mann. Ja. Da gegen die Action rumzuziehen, da kann man nichts holen. Starke Runde von Maus, Flawless rübergekommen, obwohl alle CTs da direkt da waren. Aber so. Im Aiming hat man auf jeden Fall den Vorteil. Und wenn man hier wirklich dazu kommt, auf die Distance-Duelle zu gehen und nicht irgendwie in die Close-Fights auf Überraschungsposis trifft, dann kann Mousepods hier auch wirklich zwei schnelle Maps machen. So, Johnny jetzt mit der AWP-Mitte. Keine T-AWP, hat jetzt ein Duell. Döner soll noch gesmoked werden. Ist noch unterwegs, die Granate. Kommt an, Johnny muss auch verschieben direkt. So, Mitte wird verzögert eingenommen von Maus. Döner wird nochmal nachgesmoked sogar von Tapsen. Wollen erstmal ganz normal Mitte Kontrolle holen. So, Johnny jetzt ein guter Frag. Der war auf jeden Fall schon mal wichtig. Skrunk steht da auch noch. Ja. Hat den ersten natürlich wahrscheinlich den zweiten nicht mitbekommen. Ja, wird Luki auch komplett überrascht. Schwere Situation ist aber für Maus. Jetzt muss Alu im Haus funktionieren. Haus perfekt abgegeben von Johnny und jetzt ist die Runde eigentlich sehr schwer für Maus zu holen. Vor allem Otto hat da noch eine Top-Posi unter Holz, wird aber direkt gespottet. Das ist ein Fettshot. Und Nuki da drauf. So, 2-on-2-Situation. CTs weit gesplittet, Ts auch weit gesplittet. Nico achtet mit allem. Ah, Jens, jetzt gutes Timing gehabt und jetzt ist Bombe liegt und Nico ist sehr offen für alle und Seiten. Streamen halt im Spot. Und Streamman weiß nicht, ob er da schon Döner rein ist. Liga sollte damit eigentlich nochmal zum Plant kommen. Darf jetzt allerdings nicht für kurz liegen. Noch kurz angeschossen. Und jetzt, wichtiges Duell. Streamman muss jetzt einfach ein bisschen Zeit rausholen und ihn kommen lassen. Oh, und jetzt ist die Runde absolut offen nochmal. One-on-one. Ja, Plant geht durch, 12 Sekunden vor Ende. Durch den Molotov weiß Jensen eigentlich, dass er nur noch nach rechts aimen muss. Oh. Schönes Gesicht von Nico. Ja. Leider, der Unterholzspieler hat da leider die Runde eröffnet für Mousepods, dadurch, dass Nuki ihn als Freefake holen konnte, obwohl Streamer noch am Spot war. Dadurch war die Runde leider dann noch offen für Mousepods, obwohl Johnny sehr wichtige First Tracks gemacht hat. Erst den Mitte-First Track und dann den Alu im Haus sofort noch geholt hat. Ja. Otto war da unter Holz, hatte eigentlich die Vorteilspose, aber muss den Winkel einfach klein machen, muss einfach die Leute auf den Spot kommen lassen, weil Mousepods ist nichts anderes übrig geblieben. Deswegen sehr schade, sehr leicht verschenkte Runde. So, jetzt wieder gute Eco-Situation. Viert hier, aber ja. Nades fliegen. 38 AP bei Otto.
Durchgepusht. Mhm. Okay. Nochmal ein Headshot gegen Arm aus oben. Skrunk. Ja. One-on-One-Situation. Schön von ihm gemoved. Und Luki fällt. Ja. So, Skrunk, da ist er doch da mit dem Shot. Und hören wir doch mal direkt rein bei Key-Preis-Vergleich. Ob die Motivation da durchkommt. Auf jeden Fall haben wir mal kurz geschrien. Johnny wieder an der AWP, wird jetzt wieder Mitte zielen. Alu jetzt auch an der AWP, aber Scrunkit mit Offensiv. Oh, wichtiger Frag von Johnny. Und sie werden nicht mit Scrunkits rechnen in der Situation. Obwohl Alu gerade nur abaimt, wartet doch mit auf den Spieler. Kriegt jetzt eine Flash, aber so, gewinnt das Duell. Fällt. Scrunk muss jetzt einfach Dev gehen, was er macht. Sehr gut gespielt. Wichtige zwei First Frags. Und oben sogar noch, ich glaube sogar Tapsen ist jetzt auch nochmal Agent gefallen. Fast unholbar die Runde. Wenn dort jetzt nicht. Eine Flash zum Spotten. Johnny. Ja, Legia sagt da an, bitte nichts. Und wenn Alu jetzt rumzieht. Boah. Alu gut aufgepasst. Jenser macht jetzt den absolut richtigen Move. Schließt jetzt Haus aus. Alu kriegt den weiteren Frag. Können Sie die Runde wirklich noch eröffnen hier? Ja, wenn jetzt ist wichtig, was Reman spielt. Darf sich gar nicht zeigen. Macht den Winkel klein, dass es lässt die Leute reinlaufen. Die Frage ist, ob sie halt mit Jensen auch noch da oben rechnen. So, Alu fällt. Ja. Und Legia. Ja. Jensen da ebenfalls mit dem Frag da. 4-2. Hat auch die AWP mitgenommen. Wird sie höchstwahrscheinlich dann Johnny wieder droppen. Mausbots jetzt im ersten Money-Problem, machen jetzt eine Eco. Smoke, zwei Smokes, eine Flash, das könnte ein schneller Argo werden. Höchstwahrscheinlich wird Neo gesmoked, Jungle gesmoked und dann wird drüber geflasht, damit sie vielleicht CT-Base reinrennen können. Ja, also Maus hat eigentlich einen sehr, sehr guten Argo, A-Smoke-Go, wo sie alles komplett smoken und vorne planten können. Den haben wir noch nicht gesehen, mal gucken, ob sie den hier bringen werden. Oh, der dritte Frag. Leichte Frags für ihn. Wird am Kerrigan nicht abgesmoked, kann ganz sicher zielen. Tapsen hat jetzt noch eine Waffe. Ja, jetzt haben sie Kerrigan beide weggezogen. Auch noch Molotov. Tapsen noch mit einer Brand. Nuki. Oh, kommt nochmal komplett von hinten über Mitte. Das Kanter-Move da natürlich. Absolut. Er kommt nochmal über B sogar. Tapsen muss jetzt gerade alles auf einmal decken, muss sich selber decken. Macht den wichtigen Frag gegen Skrunk. Jetzt Nuki könnte, jetzt durch diesen wichtigen Frag kann Nuki jetzt eigentlich ins Spiel kommen, weil sie jetzt ja, halt ein bisschen Johnny viel Fokus haben. Johnny muss jetzt haben. Auf jeden Fall easy fallen. Und Nuki geht da gucken. Er guckt, wo der zweite ist. Und jetzt können sie beide zusammen eigentlich gegen... Boah, Nuki geht nochmal. Tapsen legt jetzt was. Nuki geht jetzt nochmal komplett... Richtig gut wird nochmal über Jungle kommen. Da spielt Nuki wirklich seine ganzen Jahre Erfahrung auf einmal aus. Aber der wird super spät da sein. Boah, und jetzt kann vielleicht er natürlich diffusen. Ja. Und er drückt einfach durch. Er drückt einfach durch und jetzt ist die Erfahrung natürlich ja, dahin. Ziemlich gemacht. Trotzdem super ausgespielt die Runde, muss man sagen. Also aus dieser Eco, was sie da rausgeholt haben, teuer gemacht ja. Die Runde. In der Situation hätte Tapsen vielleicht nochmal 5 Sekunden warten müssen mit dem Plant. Vielleicht kam das nicht für ihn genau rüber, was Nuki jetzt als weiteren Schritt oder macht. Oder beide ziehen halt zusammen rum gegen Switch, ne? Also, dass man wirklich dass auf die man Bombe scheißt. Dass man Sandwich nimmt, genau. Ja. Weil er kann halt nur in eine Richtung schauen, da, wenn sie beide zusammen rumkommen. Trotzdem nochmal gefährliche Eco. So, jetzt kommt Chris J auch die erste Runde mit der AWP rein. Gucken, ob er das Duell mit Johnny wieder im Switch mit der AWP. Oh, hat einen leichten Fußschuss. Jetzt muss Mike Harpyfork in die Mitte jetzt erstmal offen lassen. So, Mousebots ist jetzt eigentlich so aware darauf, dass da Mitte weiter Stress passiert, dass sie so schnell nichts einnehmen werden in der Mitte. Müssen weiter safe up-aimen. Und jetzt kommt Chris J mit seinem aggressiven Spielstil rein. Kurz gesmoked. Threeman hat die Info. Man geht auch ganz weit zurück. Boah, wo war der denn von Chris J gerade? Oh, Bombe liegt jetzt im Switch hinter der Smoke.
Schwere Runde jetzt für Mousebots. Die Bombe liegt jetzt echt. Jay mit einem guten Move. Boah. Kriegt den Shot auf Streamman und. Skrunk wird gesehen. Ja. Wir müssen es auch alleine lassen. Der muss das Spiel. Der hätten sie ihm nicht helfen können. Im Skrunk ist genau richtig gespielt. Aber jetzt Bombe wieder down im Switch. Oh. Und dann faced er da nochmal den Jensen und Chris J. Mit einer guten Runde auf jeden Fall. Alu genauso. Drei zu fünf. Und jetzt auf jeden Fall Money Management komplett gedreht. Genau. Und ja, es geht weiter. Mike HPV jetzt wollte höchstwahrscheinlich Mitte einnehmen. Als kleinen Reread dafür, dass sie am AD-Echo geholt haben schon und Maus vielleicht damit nicht rechnen würden, dass jetzt alle Mitte sind. Haben Maus jetzt wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Und Bombe ist auf jeden Fall schöner E von Alu, eine Atombombe. Und aber also durch die CSGO-Engine. Boah, nur noch Nico. Auch schon Headshot. Schön. Richtig gut. Sehr schön gecallt von Mike, von Key Price war gleich einfach darauf aufgebaut, dass man die letzte Eco schon am A geholt hat, davon ausgegangen ist, dass Maus das nicht nochmal probieren wird, dann dort vielleicht dann einfach schon ein bisschen Angst davor hatte und dann perfekt damit gerechnet, dass sie dann Mitte einnehmen. Na, also wieder eine sehr gute Ansage mit dem richtigen Read. Absolut. Und jetzt ja, haben wir das mal wieder gedreht, das Money Management. Ja, also Maus in der Eco. So wie wir es natürlich gerne sehen. Ja, hin und her. So, Alu schon Haus raus, wurde gar nicht gesehen und gehört. Und jetzt Skrunk, Mitte Weinkeller, boah, gut aufgepasst. Ah, Legia down, Nuki kriegt noch einen Frack in der Mitte. Ja, da hat Reimann den Helm vergessen. Drei Beine heißt er, ja, dank Chef Koch. Und ich glaube, der Name kommt daher, weil Chef Koch mit ihm ab und zu mal das Hotelzimmer geteilt hat. Ich weiß es nicht. Man mag sich gar nicht ausmalen, was hinter diesem Namen steckt. Johannes and me, we're smoking, connector and link. Jetzt hören wir mal kurz rein bei Mousebots. Besprochener Argo jetzt. Wait, no smoke CT or what? No, don't smoke CT. Okay. They have the open mid. We just play it fast, okay? They smoke. Go silent in 5 minutes, please. Wow. Watch out for Abs picking up. Ready? Ready? Okay, let's smoke now. Dash rüber, du bist close, ja? Ja, warte kurz. Hallo, you check on the belt. Okay. We are out of action. On the back, yes, on the back. You have him? Go, go, go. Bench. Boah. On the back. Nice. Dead. 3 and 2. We have time. CT coming. I have one HP. I smoke CT. Wichtig jetzt, was dreimal aus der Runde holen kann. CT close. Wichtige Smoke. He's blind, CT. Leo. Leo, CT. Ja. Und da springt er ihm einfach ins Gesicht, da gibt er ihm einfach den Kung Fu Kick. Guter Move. Und Streamer kann da nichts mehr rausdrehen. Ja, aber auch richtig guter Move, ne, von Alu, der da oben ins Neo reinjumpt. Der zieht da einfach rum, da kommt einfach der Bruce Lee Kick. Aber gut angesagt von André eigentlich, da er davon ausgegangen ist, dass die AWP Mitte spielt, haben dann Neo Jungle einfach Jungle abgesmoked, damit die AWP useless gemacht. Ja. Und somit eigentlich nur gegen zwei gespielt in der Theorie. Da Mike HPV jetzt etwas anders stand, kam es aber trotzdem aufs Gleiche hinaus und hatten dann eigentlich leichtes Spiel. Absolut. Sehr gut angesagt. Für diejenigen, die mit den Real Names nicht ganz so viel anfangen können, André ist Nuki. Genau. Ne, der, heute ja auch einige Zuschauer da, die nicht ganz so viel mit CS zu tun haben. Von daher versuchen wir natürlich auch immer wieder, das soweit zu erklären, worum es geht. Chris J. hat auf jeden Fall mal kurz im A-Haus. Wurde aber gespottet von Jungle und wird jetzt genauso wiederum abgeämmt von Johnny. So, eben hat man diese Runde schnell gespielt, jetzt spielt man es langsam. Diesmal wartet man, bis die Smokes weg sind. Sehr gut, sehr guter Versuch eigentlich da von Johnny. Hat so lange gewartet, bis sein Mate ihm reinflasht. Chris J. war sogar blind, hat einfach blind geschossen und hat damit trotzdem Johnny geholt. Sehr so, guter Versuch. Sports rotiert einmal komplett weg vom A. Bombe jetzt Richtung B-Spot unterwegs. Otto und Skrunk bleiben erstmal hier am A-Spot zurück.
Mousebots wird dann nochmal ein Fake spielen. Jensen hat jetzt auch nur zwei Flashes, ist jetzt gleich komplett auf sich alleine gestellt. Mousebots wird genau richtig spielen mit dem Fake, haben noch ordentlich Granaten am Arm, ein bisschen Granaten zu. Ja, durch den Frag ist die Runde eigentlich komplett offen für Mousebots. Es sei denn, Jensen macht jetzt nochmal... Ja, ich weiß auf jeden Fall Bescheid, wird er sofort geholt. Ja. Streamman da noch close. Aber jetzt sollten sie die Waffen durchbringen. Schönes Gesicht nochmal von Nuki. Oh. Und werden Streamen jetzt natürlich auch jagen. Die Waffe wollen sie haben. Ja, aber erstmal wird Chris J fallen. Damit die ABP weg. Und dann wird er fallen. Der muss jetzt natürlich die ABP holen. Ja, alles richtig gemacht. Mousebots wieder mit einer guten Entscheidung. Ne? A-Spot, merken sie, sie kommen da eigentlich gerade nicht so gut vor. Deshalb nochmal die Ansage da zu schieben. Und nochmal wegzugehen. Ja, und wir hören noch mal rein bei Mousebots in die Ansagen. Die Laune scheint zu stimmen. So, und jetzt ist man hier Jensen in der Next-Pose. Mein KPV eigentlich wieder für die Epo sehr gut aufgestellt. Oh mein Gott. Ben, I don't see snacks. Forest clear. One kitchen. Snacks. One shard. I have shards. Ja, jetzt konnte in der Runde MyKPV mal nichts groß anstellen. Ja. Obwohl man auch wieder nicht schlecht stand eigentlich, ne? Mit den drei Mann dort, plus einer halt da in dieser Snack-Posi. Oder hier in der deutschen EPS die Next-Posi. Ja, Snacks. Jetzt geht es erstmal wieder Richtung Aspen. Maus hat MyKPV jetzt eigentlich gut in der Hand. Sie haben einmal den A-Go durchbekommen, haben dann den A-Go Fake gemacht, B-Go. Und MyKPV muss jetzt eigentlich 3-2 fast stehen bleiben bis zum Ende der Runde, weil sie einfach gar nicht readen können, was jetzt eigentlich passiert. Also taktisch gesehen hat Maus sie jetzt eigentlich in der Hand. Es kommt jetzt einfach nur drauf an, wie es runtergespielt wird von MyKPV. So, man lässt erstmal Chris J wieder ein bisschen arbeiten. Hat er ja auch immer wieder seinen Freiraum. Ja, wie gesagt, MyKPV genauso. 2B komplett, 3A komplett, ohne irgendwelche Wege zum Verschieben. Jetzt muss es einfach auf die Frags runterkommen, auf die Flashes. Wird aber sehr, sehr später Timing-Go auf jeden Fall. Smokes kommen. Smoke kommt sogar nur von Tapsen. Nuki mit einer Nade, falls einer close steht. So, und die Info ist jetzt natürlich da. Jetzt muss es Otto spielen. Ist komplett fast alleine gelassen auf dem Spot. Johnny kriegt dann nicht den Frag gegen Alu, der zeigt sich jetzt auch nicht mehr. Also wichtiger Headshot schon. Oh, Nuki mit dem Teamkill. Dann die Knight. Abgeswraved. Und Skrunk steht noch close. Ah! Boah. Hat eigentlich gut abgewartet, hatte links einen gesehen, wollte aufs Timing warten, bis der andere plantet. Wichtiges Gesicht von Nico. Und von jetzt Legia. Streamen. Der Chris J wird ihn jetzt einfach abwählen. Ja. Eigentlich gut gegengehalten, waren am Ende auch ziemlich schnell zu viert, MyKPV, aber da haben dann einfach die Frags nicht gesessen. Legia mit zwei wichtigen Frags, sehr gut im Headshot dazwischen. Das ist halt, wie ich es gesagt habe, für MyKPV blieb einfach nur übrig, dass sie 2B, 3A lassen, einfach weil sie das Spiel nicht mehr in der Hand hatten. Sie wussten nicht, was Maus machen kann, was Maus machen wird, da Maus alles durchbekommen hat. Und deswegen kam es in der Runde einfach nur darauf an, wie die Frags sitzen, und die waren in der Runde einfach komplett bei Maus. Absolut. Lege jetzt wieder mit dem First Track. Maus zu 4B im Gang. Jensen kann nochmal nachsmoken. Und damit den angedachten Go, höchstwahrscheinlich wollte Maus komplett auf Contact spielen, da sie wissen, dass MyKPV einfach nicht viel Equipment hat. Und schauen wir mal gleich. Bombe ist auf jeden Fall wieder für A aufgebaut. Jensen verrät sich da jetzt. Ja, und checkt pusht. Und geht nicht davon aus, dass da zwei warten auf ihn. So, die Info hat jetzt auf jeden Fall Streamman. Mal gucken, ob er dagegen halten kann. Na, die Fläche war verworfen.
Hat aber trotzdem den Free-Frag. Boah, das ist, halt, im Fallen das ist dann unglücklich einfach. Höchstwahrscheinlich hätte der Freeman da noch mindestens einen rausholen können und hätte die Runde ziemlich offen machen können. Mein KPV sollte jetzt gucken, dass sie das Ding dann irgendwie noch gesaved bekommen. Scrunk fackelt da nicht lange. Der Scrunk war schon auf dem Barbecue, was draußen wartet. Hat schon Platz genommen. Ja, der Grill brennt. Also 10:5 der Halbzeitstand. Ja, Mousebots, 10 wirklich solide Runden. Absolut. Kann man wirklich nicht meckern. Und ja, also dafür, dass man 2 Ecos spielen musste, trotzdem hier sehr, sehr gut durchgekommen. Ja. Also, kann man nicht meckern. 2 von 5 Runden bei meinem Key-Preis-Vergleich waren Ecos. Im Anschluss dann meistens wieder die Runde darauf verloren. Ja. Was natürlich das Money-Polster um einige schwächt. Und ja, eigentlich war für Key-Preis-Vergleich viel mehr drin, meiner Meinung nach. Da waren einige Situationen unglücklich ausgespielt. Das Quäntchen Glück hat einfach teilweise gefehlt. Und somit müssen sie sich jetzt mit einem 5:10 zufrieden geben. Also und nach der Eco haben sie immer die Runde geholt. Haben sie. Ja. Und trotzdem 5 Runden am Ende, ja, da haben sie wirklich ja, das Minimum rausgeholt, muss man dazu sagen. Ja, aber gut, das war, was wir letzten Endes auch so ein bisschen erwartet haben, natürlich hier im Spiel. Ja, Fadi gibt es wahrscheinlich schon die ersten Tipps, wie es jetzt weitergeht. Ja, schneuzt das Taschentuch ein für Tapsen, damit... Ja, damit schon mal angewärmt ist. Genau, damit gleich gut reingeht. Kommt jetzt in die Jacke und die wird gleich ausgetauscht. Richtig. Ja, später, wenn jemand fragt, hat jemand ein Taschentuch gehabt? Natürlich, klar. Selbstverständlich. Alles da. Für Mates doch immer. Alles da für euch. Ja, also. Mal gucken, ob man da noch was parat hat. Ja, man, viel ansagen muss man jetzt eigentlich nicht bei MyKPV. Eigentlich lief es. Viele wichtige First Racks haben sie geholt. Und ich denke, sie werden jetzt einfach das runterspielen, was sie besprochen haben. Genannt Huhenbot. Da ist gerade ein Wort gefallen, der Uhrenbot, ja. Der auf Zeit spielt. Ja, E-Bot meinte er. Kann ich gar nicht nachvollziehen, der lief bisher immer einwandfrei. Von ihrem Teamspeed kicken. So, also jetzt hören wir auch jeden Fall auch die Ansagen von MyKPV, das war in der... Ich will was schreiben, aber ich lasse es lieber. Was sie nicht wissen, die Spieler, nein, dass wir sie hören können. Absolut, die fühlen sich da gerade in ihrer Komfortzone sehr wohl. Ja, hätten wir vielleicht doch nochmal vor den Spielern Bescheid sagen sollen. Ja. Aber gut, so kriegen wir natürlich viele Insights, die auch uns erfreuen, immer erquicken wieder. Und natürlich alle Zuschauer auch. Selbstverständlich. Achtet auf Keller-Push. Einfach die Augen offen. Hallo, du Anzieflöschchen. Scrunk auf jeden Fall mit den Ansagen hier. Maus zu dritt über kurz. Das ist ein Akku komplett offen. Das sieht ganz danach aus, als wenn da mal die ein oder andere Demo geguckt wurde. Upsi. Nehmen Mitte direkt ein auf Conte. So, da können sie jetzt gleich auf jeden Fall schon ausschließen und sogar von hinten. Scrunk, jetzt ist wichtig, was Scrunk für sein Team ansagt. Scrunk kann eigentlich sagen, dass er nichts sieht am A. Und höchstwahrscheinlich. Und die werden, sie ziehen trotzdem den Gold durch. Das ist nicht optimal. Okay, und einer raus.